Hallo zu diesem neuen Video. In diesem vierten und letzten Teil möchte ich die Kritik der Postmoderne mit einem Blick auf die Zukunft abschließen. Die Postmoderne erklärt das Ende jeder Avantgarde und der Integrität des Kunstwerkes. Es gibt nichts Neues, es gibt keine individuellen Geschichten, nur Wiederholung alles schon Gesagten. Die Folge ist die Fantastik der Sehnsucht auf Vergangenes und Imaginiertes, weil alles unscharf erscheint. Die Personen verlieren ihren Umriss und die Individualität. Das Tafelbild wird bis auf Ausnahmen verlassen, sodass die Objektkunst und Konzeptkunst, die auf eine künstlerische Verwirklichung Verzicht üben, dominieren. Diese Richtungen verschreiben sich dem scheinbar Besonderen mit dem Zeigefinger als Fokussionshilfe. Die Künstlerinnen suchen sich ihr Territorium statt einer Bildsprache. Beliebigkeit erscheint als Vielfalt. Das Anprangern ersetzt das Kunstwerk selbst wie das Flugblatt. Die selbsterklärten Nachfolger von Marcel Duchamp und Andy Warhol werden zu Bastlern ihrer Welt aus Wegweisern, die entweder mit Bedeutung überfrachtet oder sinnentleert sind durch Austauschbarkeit. Der Mangel an Totalität flüchtet sich in gewundene Erklärungen der viel zitierten Unübersichtlichkeit, die sich im Detail verliert. Totale Abstraktion ohne die Verpflichtung zur Komposition oder der Mangel an Abstraktion durch sorgsame Pflege des Vorgartens. Der bessere Teil der Postmoderne kommt als Eklektizismus durch Kombination früherer Avantgarden. Hier ist der Anschluss möglich zu neuer Synthese. Diese könnte zurück zur Totalität führen, die sich in der fortgeschrittenen kapitalistischen Globalisierung wieder einfindet. Der Zugang ist schon fast verdächtig banal, indem diese selbst die Totalität ausspricht, ohne allerdings wirklich angekommen zu sein. Der Kapitalismus verhindert das reale Ankommen in dieser Weltgesellschaft, hat aber ungewollt die Türen geöffnet. Globalisierung bedeutet immer neue Modernisierungsschübe, die von der Gemütlichkeit der postmodernen Veranda nichts mehr wissen wollen. Die Moderne kommt in vielen Teilen der Erde überhaupt erst an, wenn auch mit der Ausbeutung durch die westlichen Konzerne. Das Bedürfnis nach Veränderung ist objektiv. Hier zeigt sich die Unversöhnlichkeit der Globalisierung mit der Postmoderne. Veränderungswille im Maßstab des Schrebergartens wirkt mehr als lächerlich. Veränderung von oben gefährdet den Wirtschaftsstandort. Nur der Zusammenschluss von unten über die nationalen Grenzen hinaus verspricht neue Hoffnung. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen im nächsten Video.